Hallo, ich melde mich heute den ersten Tag von einer Farm wieder, und zwar in der Nähe von Heiden. Es war total aufregend heute. Ich bin mit dem Nico, den ihr aus den vorherigen Videos schon kennt, zu einer Farm aufgebrochen, weil ich dort die Worker versorge und koche und halt so ein bisschen Mädchen für alles bin, der Farmersfrau helfe. Und das hörte sich halt super an und Nico hat mir so ein bisschen den Job vermittelt. Mit freier Unterkunft, freiem Essen und Trinken und halt 20 Dollar die Stunde, also 120 Dollar am Tag, weil ich dann so circa 6 Stunden arbeite. Das Ganze, was halt jetzt so mich überflutet irgendwie, ist was für mich halt am negativsten an der Reise ist. Und ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber es ist halt, man lernt super viele Leute kennen, was ja sehr positiv ist. Aber wenn man halt auch ein emotionaler Mensch ist, was ich ja auch schon bin oder sein kann, fällt es halt schwer, sich immer wieder von diesen Leuten zu verabschieden. Und gerade wenn man eine längere Zeit mit denen unterwegs war oder die ziemlich ins Herz geschlossen hat, ist es einfach unwahrscheinlich schwer. Ich bin halt jemand, der kann sich auch überhaupt nicht verabschieden. Ich hasse das, weil ich weiß schon, wenn ich Tage vorher auch schon weiß, dass ich halt weggehe und eine Gruppe verlasse und Menschen halt nicht mehr wiedersehe. Wenn man mal ganz ehrlich ist, wie viele Menschen trifft man auf einer Weltreise wieder oder man sieht sich danach nochmal. Das sind vielleicht von 100, sind das vielleicht 2, vielleicht eine Person, mit der man noch weiter Kontakt hält, so richtig. Und natürlich oberflächlich über Social Media, aber sich dann wirklich irgendwo in Deutschland nochmal wieder trifft und in Kontakt bleibt. Ich glaube, das ist halt eher sehr selten. Und ja, deswegen fällt mir das so unwahrscheinlich schwer, weil wenn man auf Reisen ist, dann lässt man viel schneller, vertraut man viel schneller jemanden, man lässt viel schneller Leute an sich ran. Man öffnet sich schneller, beziehungsweise erst oberflächlich, aber trotzdem erzählt man viel und gibt viel von sich preis. Und wenn man dann wenn man Leute gefunden hat, mit denen das passt und wo man Spaß hatte und Sachen erlebt hat, dann fällt es umso schwerer, halt Abschied zu nehmen. Und ich bin so jemand, ich kann das gar nicht. Und bei mir läuft das dann alles eher ins Gegenteil als in einen schönen Abschied. Eher so dieses, ich nimm Reis aus, versuch mir Sachen schlecht zu reden, damit es mir einfacher fällt zu gehen. Und das kommt halt jetzt Stunden später halt alles einfach raus. Und es gehört halt auch dazu und jeder geht damit anders um. Ich glaube, manche lassen das halt nicht an sich ran, beziehungsweise lassen die Personen auch nicht nah an sich ran oder haben halt im Vorhinein schon klar, so, wir sehen uns nie wieder. So, für mich ist das aber so, ich genieße halt die Zeit auch, die ich mit den Leuten habe. Und gerade wenn das so passt und man eine Connection hat, finde ich, so soll man das auch mitnehmen. Nur dieser Lernprozess, sich von den Leuten dann zu verabschieden, ohne dass man gleich in Tränen ausbricht, das muss ich noch üben. Für mich ist es so, dann kommt es dann immer Stunden später oder ich höre Musik, die mich daran erinnert, was wir gemacht haben oder sowas, und dann ist das so einfach da. Das ist jetzt gerade das, weswegen ich gedacht habe, ich rede jetzt mit der Kamera, weil ich sitze hier halt mit 2 Jungs, die das, glaube ich, nicht so ganz nachvollziehen können. Und ich möchte auch nicht am ersten Tag hier schon direkt anfangen zu flennen und voll das emotionale Mäuschen hier zu spielen. Deswegen habe ich gedacht, ziehe ich mich zurück und rede mir das einfach mal alles von der Seele. Was erschwerend hinzukommt, ist, dass meine Telstra-Karte hier nicht wirklich funktioniert und ich kein Signal habe. Das heißt, momentan Social Media gucken, Leute stalken oder sowas ist halt gerade nicht drin. Und man merkt einfach, wenn man so gar keinen Zugang mehr zur Außenwelt hat, man ist halt schon ziemlich abgeschottet. Und die Weltreise habe ich ja auch gemacht, um so dieses Thema Einsamkeit, Alleinsein für mich zu thematisieren. Und das ist einerseits ganz gut, dass es gerade da ist. Andererseits ist halt dieses Vermissen auch einfach ganz groß von den Leuten, die mich die ganze Zeit umgeben haben.
Und ja, halt auch einfach mit dem Wissen, dass ich halt auch einfach viel verbockt habe zum Schluss, weil ich mich einfach versucht habe zurückzuziehen und das auch einfach ziemlich dämlich war, glaube ich. Aber ich konnte damit nicht anders umgehen. Ich mag es nicht, wenn dann Leute da stehen und sich verabschieden oder ja. Oder man vielleicht merkt so, hey, man wird gar nicht so wertgeschätzt und so einen Abschied, den du dir eigentlich gewünscht hast, den bekommst du auch gar nicht. So, du warst vielleicht gar nicht wichtig so für die Personen, wie die für dich wichtig sind. Und das ist natürlich etwas, mit dem man auch umgehen muss. Und ja, es wird, glaube ich, nicht einfacher. Ja. Ich werde, oder ich habe halt schon meine Sachen ausgepackt heute. Werde mal gucken, ob ich das morgen ein bisschen mit der Internetkarte klären kann, weil mich das schon gerade ein bisschen nervt. Aber eigentlich habe ich auch genug für mich selber zu tun. Die Familie ist super. Ich komme mit den Kindern. Die sind richtig süß. Sie bringen mich nicht um. hoffe ich wenigstens. Und ansonsten ist halt für alles gesorgt. Und das ist halt das Schöne und ich fühle mich hier auch gut aufgehoben. Es ist halt krass zu wissen, so man ist 3 Monate da, 90 Tage. Und das hört sich halt schon viel an, weil ich fand Cadbury für einen Monat schon viel. Ich war ja mit Barbara da, die ihr auch in den vorigen Videos kennengelernt habt. Und das hat halt vieles leichter gemacht. Und weil es halt auch, es war einfach ein Mädel, man hat sich gut verstanden, man ist zusammengekommen. Und auch wenn es eher so eine Arbeitszweckgemeinschaft war, hat halt wirklich, wirklich viel Spaß gemacht und ich bin der Barbara super dankbar, weil die mich in ganz vielen Sachen auch einfach unterstützt hat, ob ich dann kotzend überm Klo hing und die mir Wasser gebracht hat oder keine Ahnung, oder meine Launen ausgehalten hat. Und ja, das ist halt da, womit ich gerade deale und womit ich gerade umgehen muss. Und ja, so ist das manchmal. Es gibt nicht nur immer schöne Seiten am Reisen und deswegen lasse ich euch auch daran teilhaben, weil gehört halt auch zu mir und auch zu diesem Reiseblog, weil ich halt schon gemerkt habe, dass es nicht nur darum geht, wie fette zu reisen, sondern einfach wie ich als Mensch reise und wer ich als Mensch auch bin. Und das hat sich halt auch einfach verändert in der Zeit. So, wie ihr sicher auch selber schon gemerkt habt, weil so viel thematisieren mit als Dickreisen tue ich gerade gar nicht. Und der Schwerpunkt hat sich, glaube ich, einfach ein bisschen verlagert. Wobei es immer mal wieder rauskommen wird, weil ich habe auch natürlich in den Zeiten, die ich jetzt erlebt habe, nochmal viel mitbekommen oder viele Situationen erlebt, wo ich das so scheiße. Seit letzten Sonntag habe ich dann auch den, ja, irgendwie hat sich was verändert. Ich habe mehr Sport gemacht, ich habe weniger versucht, oder ich habe von vornherein keine Lust auf Süßes gehabt. Auch heute überhaupt nicht. Ich habe kein Stück Süßes gegessen und das ist ganz cool irgendwie. Also ich freue mich, dass ich nicht so einen Heißhunger habe und dass ich halt eher für mich ein bisschen mehr drauf gucke einfach und ein bisschen fitter leben möchte, beziehungsweise halt ein bisschen mehr Sport treiben möchte. Und momentan ist die Motivation noch groß. Mal gucken, wie lange das so anhält. Aber ich muss hier auf jeden Fall was tun, weil die Jungs sind irgendwie 12 Stunden und mehr am Arbeiten und sitzen auf dem Traktor. Und ich bin dann hier meiste Zeit dann auch alleine oder wusel für mich rum, putz, keine Ahnung. Und dann ist es halt gut, mal ein bisschen laufen zu gehen, Exercisen zu machen. Und wenn es nur spazieren gehen ist oder sowas, halt rauskommen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und Gedanken mache ich mir eh immer und viel zu viel, aber ja, ich glaube, dafür habe ich jetzt 3 Monate extrem viel Zeit. Was das Coole, werde ich einfach nochmal ein bisschen dusselig quatschen. Ihr könnt euch die anderen Videos nochmal angucken und ja, hoffe, dass nicht so viel Zeit dazwischen liegt, bis das alles hochlädt, weil das Internet halt ein bisschen rar ist, Leute. Es tut mir leid, aber es ist leider mal wieder so. Ist halt Australien. Also, ich verabschiede mich damit, weil ich schon wieder viel zu viel gelabert habe, aber es tut mir eigentlich ganz gut und dann wünsche ich euch allen gute Nacht, guten Morgen, guten Tag, was immer bei euch auch gerade ist, wenn ihr dieses Video anguckt, und dann hören wir uns bald wieder. Bis dann. Ciao.